tanzen. Ne? Sehr zur Freude meines Mannes tanzen. Also ihr tanzt beide gerne? Also ich ja. Ich tanze an sich auch gerne, aber Herr Lambi ist heute Abend da. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Wie bereiten Sie sich moralisch drauf vor? Was frühstücken Sie denn so einen Morgen wie heute? Wie immer mein Joghurt mit Früchten, Walnüssen und so. Ich bin auch gestern hier angekommen in Dresden und war dann erstmal eine Stunde am Rumspazieren. Ja, ist so. Dresden ist eine geschichtsträchtige Stadt, ne? Also, und ich finde, es gehört sich auch so, dass wenn man in so eine Stadt kommt mit so einer Geschichte, dass man nicht nur ins Hotel eincheckt und zum Opernball geht und den nächsten Tag wieder abreist, sondern sich auch mal ein bisschen beschäftigt, auch mit dem Umfeld. Und ich war als Kind hier und kenne diese Fotos noch von der Frauenkirche in Schutt und Asche. Und wunderschön zu sehen, ne? Wie Dresden wieder dasteht. Toll.